Willkommen zurück zu einer weiteren unglaublich guten Folge A Plague Tale, der Rattenfänger aus München, spielt Requiem auf der PlayStation 5. Ich bin der Dennis, aka IDK Gaming for You, euer Bodenknutscher oder in dem Fall Rattenknutscher. Und wir sind auf einer Rettungsmission für Hugo, wenn man es sagen möchte. Das ist ja alles hier sehr französisch angehaucht. Denn wir sprechen ja auch hier von einem französischen Developer-Team, die dieses wunderschöne Spiel hier hergestellt haben. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt. Sagt mir gerne, wie euch das Game gefällt. Mir gefällt das Spiel ehrlich gesagt total gut. Ich bin total positiv überrascht darüber, weil ich den ersten Teil nicht gespielt hatte und nicht wusste, was ich zu erwarten habe. Aber es ist unglaublich angenehm zu spielen. Schön gemacht, tolle Story, schöne Interaktion, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Gefällt mir mega. Gefällt mir wirklich mega. Und wenn es dir auch gefällt, dann lass mir doch gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ein bisschen Support. Und kannst mir auch gerne einfach deinen PSN und Discord-Namen in die Kommentare oder in den Live-Chat reinschreiben. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, auch mal miteinander oder gegeneinander zu spielen. Soldaten, das musst du dir selbst ansehen. Also nutzt sie sinnvoll. Ihr bleibt hier auf Patrouille. Meldet jede verdammte Ratte. Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung. Oh shit, das sieht nach dem ersten dicken Boss aus von uns hier. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Alter Lukas, du bist einfach eine Maschine. Du bist einfach eine Maschine, Lukas. Ey, der kleine Junge gefällt mir so gut. Hoffentlich stirbt er nicht. Leute, macht keinen Unfug. Okay, Leute, 3, 2, Risiko, es wird jetzt abgehen wie Zäpfchen hier. Verstanden. Ausschwärmen, Männer. Wir brauchen Feuer, wir brauchen Rauch. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so ja, noch zu mehr. Hör auf, Angst noch mehr. Los, okay. Rette ihn. Los, rette ihn. Rette ihn um jeden Preis. Alles oder nichts. Wer ist verrückt genug, hierher zu kommen? Komm. Wir sind's, Mann, wir sind's. Stechen. Okay, das war ein enges Höschen. Heieiei. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich die Axt nicht nehmen kann. Die würde ich eigentlich gerne mitnehmen. So, dann, ich glaube, wir müssen hier rüber. Hier hoch zumindest, denke ich mal. Und bitte wundert euch nicht, wenn es irgendwie ein bisschen laut ist. Bei mir im Hintergrund wird gerade leider der Aufzug... wird der Aufzug gerade repariert. Deswegen ist es ein bisschen laut hier im Hintergrund. Das waren die! Garantiert! So, zweimal genatzt. Du bist gleich der Dritte. Zack, ich weiß auch, wo du bist. Am Boden, du Bastard.
So, gib mir Loot. Loot macht mich nämlich glücklich. Ah, da hinten läuft auch noch einer rum. Ja, der interessiert mich aber relativ wenig. Hier können wir hoch. Chaka chaka. Perfekt. Na komm, steh auf! Los! Er ist wirklich tot. Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ich lass sie bluten. Kann den nicht töten. Kann ich denn ein Messer herstellen? Ich kann auch kein Messer herstellen, ne? Ich kann den nicht töten. Das war's, ihr Bastard! Der stirbt aber auch nicht, ne? Okay. Dann laufe ich einfach mal ein Stück. Okay. Jesum öffnet. Oh shit, da ist Lukas. Shazam. Bist du verletzt? Geht schon. Danke. Der hat seine Lektion gelernt. Räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Schreie in der Scheune! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab? Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da hast du's! Siehst du, die können nichts! Kein Grund, Angst zu haben! Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg! Nein! Ich hab die Angst so satt! Ich zeig ihnen, dass es vorbei ist! Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst! Er hat ein Schild! Vorsicht! Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beute, Amicia, dann sehen sie nichts mehr! Ja! Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf? Ach komm! Du musst aufhören, sonst sterben wir. Da! Du hast nur Angst. Aber die musst du ihnen einjagen. Ja, komm, braver Hund. Haltet sie auf! Siehst du ein Kind hier? Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeigt dir, wo es ist. Ja, kommt. Versucht's doch. Hört mal her. Ab jetzt bestimme ich die Regeln. Männer, die Ehre der Armee liegt in unserer Hand. Falsch. In meiner. Du bist tot. So gottverdammt tot. Ja!
lässt meine Männer nicht töten. Ich bin nicht fertig mit euch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Da hat er uns erwischt. Damn. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Ja, das ist ja ein sympathisches Kerlchen. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Greifst hier nur rein. Alter Lukas, du bist ein geiler Typ. Beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, aber richtig verkackt hast du es. Richtig verkackt. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Sympathisch. Hör zu. Sehr, sehr sympathisch. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Alter, der Kleine ist richtig geil. Der ist richtig gut. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Alter. Ey, wenn wir den nicht hätten. Sie ist voll die Depri, Alte. Sag Bescheid. Halt. Mann, wir warten Mann, auf Mann. Den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Krass. Du stehst vor dem Biest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter, also benimm dich auch so. Was? Lukas! Die Treppe! Los! Mach schnell! Was zur Hölle? Was war das? Flucht! Flucht aus Alcatraz! Du bist dich schon dran. Das gesessen! Ah, die haben noch meine Schleuder. Keine Zeit dafür! Keine Zeit für die Schleuder. Das wird sie aufhalten. Alter Vater. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja. Der ja. rettet uns die ganze Zeit, einen Arsch, der Typ. Es muss einen Übergang geben. Ein Dach. Hier gibt's kein Loot. Ich weiß, da bei dem Fenster, aber ich hätte eigentlich ganz gerne noch irgendwas mitgenommen hier. Okay. Dann zum Fenster. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Ali hopp. Es muss sein. Himmel, ist das hoch. Bist du sicher? Geht so. Komm. Leute, was eine Aussicht. Was eine gefährlich. Aussicht ist das Spiel schön. Ganz ruhig. Ist das geil. So, let's go. Ich fürchte, ist das geil. Ist unsere einzige Chance. Machst du Schaut Witze? Euch das an, wie schön Nein. das ist. Bleib Schaut an der euch Mauer. Das an. Oh, bitte. Hä, hey, und ganz ehrlich, bitte. Die haben du, es eigentlich total das. Verkackt, ne? Die sind gerade im neuen Zuhause angekommen. Die haben gerade ein Hausgeschenk gekriegt. Und was machen die? Töten einfach alle Soldaten. Für ein bisschen Kräuter. Wir sind fast da. Die Spasten, ey. Was ist verkehrt bei ihr? Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ja, keine Sorge. Wir kommen gleich runter vom Dach. Wache. Wir machen hier noch ganz kurz Hawkeye platt. Gehen wir leise vorbei. Ah, sie kann nichts machen. Hier gibt's Waffen. Aber viele Waffen. Hier. Ich kann keine von denen nehmen. Oh, das ist ja doof. Ich würde die so gern platt machen. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh, habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Alter, die Schnell essen die Leute. Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Sind Kannibalen auch noch? Zusehen. Alter. Verlasst euch drauf. Der Wagen, Amicia. Da könnte der Nachtschatten drin sein. Nein. Im Wagen könnte der Nachtschatten drin sein. Noch eine Wache. Ich will halt eigentlich echt... Er bewegt sich nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger?
Stupefaccio? Ja, sag Bescheid, ja, wenn du soweit bist. Her. Gib mir noch so ein Rauchding. Nichts zu melden. Lukas, wirf das Stupefaccio. Ja, wenn du Rauch siehst, lauf los. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Okay, und dann hier durch das Haus durch. Auch die Mission, und also ich meine, das ist eine Mischung aus Spannung, aus Spaß, aus Angriff, aus Grafik. Ich meine, guckt euch das an, es ist unglaublich schön, das Spiel. Ich hoffe, das kommt bei euch auch so an. Ich übertrage das Ganze in 4K 60 FPS. Was soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik, aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merkst du, hingehen? Nein, geh einfach weiter. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch, schnell! Womit? Oh nein! Ist das Depot sauber? Ich mach seit 2 Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Oh shit. Oh shit. Gehen wir. Bin todmüde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Mimi. Hier ist eine Tür, da müssen wir durch. Tippitoppi. Gut, wir schaffen das. Ja, stimmt. Okay. Sesam, schließe dich. Leise. Und was haben wir denn hier? Hier, Pfeil und Bogen. Warum können wir das nicht mitnehmen? Hier, hey, mega. Da unten ist das Haupttor. Ganz nah. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Butter wird stinksauer. Ich will endlich Pfeil und Bogen aufnehmen. Enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Ja, du in deinem jugendlichen Hormonüberschuss hast einfach mal alle gefickt, das ganze neue Zuhause zerstört. Mann, so eine dumme Nutz. Hier, geht's runter. Oh, Lukas, ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, sieht aus wie ein Depot. Der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Hier gibt's nix. Na toll. Wisst ihr, was jetzt natürlich cool gewesen wäre? Ich kann leider die Dinger nicht kaputt machen. Die ganzen Vasen, die da stehen. Weil das wäre jetzt natürlich richtig krass gewesen, wenn du hättest wirklich vorsichtig sein müssen, wenn du da quasi lang gehst, dass wenn du aus Versehen an so eine Vase drankommst und die umwirfst, dass du dann quasi alle alarmierst. Aber beten wir, dass niemand kommt, sonst nein. So ist es nicht. Sag's einfach nicht. Ja. Nein. Ja, ich brauche erst die Schleuder. Das könnte trotzdem nützlich sein. Wo ist der Nachtschatten? Ich muss erst hier runter, dann muss ich mit der Schleuder da drüben den Haken lösen. Ja, runter. So, wo ist mein Shit? Wo ist meine Schleuder? Was haben wir hier für schöne Sachen? Was ist das? Oh, nein. Was haben wir hier schöne Sachen? Komm schon! Behalten wir mal. Oh, so ein Saustall. Bitte. Sie könnten jederzeit. Was hättest du denn gehabt, dass man das alles ordentlich labelt? Da war Loot für uns. Da können wir wieder unsere Waffen verbessern mit. Perfekt. Ich glaube nicht, dass die da kommen. Ich glaube, ich mache mir hier einen ganz gemütlichen und laufe hier einfach jede Ecke ab, damit ich auch keinen Loot vergesse. Guck. Vielleicht hier. Bitte. Nie im Leben wäre die jemals da gleich am Anfang gewesen. Deswegen gehe ich auch absichtlich überall gerade einfach mal lang. Jetzt noch meine Schleuder und dann hauen wir ab. Ich gehe mal zur Tür. Sondern natürlich ist die ganz hinten irgendwo. Ich weiß. So, kann man gleich mal Shit ausrüsten hier. Dann ab zur Tür, verschwinden wir. Ja, von wegen ab zur Tür verschwinden wir. Wir haben ein Messer verloren. Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Aber dafür eine Werkbank gefunden. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein.
Darf aber für die Werkbank. Aber Moment, wir gut, können hier dann an Werkzeuge die Arbeit herstellen. Nein, können wir nicht. Irgendwie fehlt uns was. Nägel. Jetzt habe ich ein Werkzeug gekriegt. Perfekt. Dann mal an die Arbeit. So, wollen wir die Alchemie verbessern? Durch das Annähen neuer Taschen kann Amicia zusätzliche alchemische Munition tragen. Also mehr Schuss sozusagen. Ein weiterer Topf oder... ich denke, wir wollen mal in Richtung Werkzeug gehen, damit wir einfach das durch Zerlegen von Messern, Töpfen und Pyrit und Bolzen sozusagen einfach Sachen herstellen können. Das soll mir recht sein. Mega. Dann haben wir jetzt alles und dann können wir jetzt hier schnurstracks, weil da wird ja auch sicher keine Wache dahinter sein, zur Tür rausgehen. Jetzt ist nur die Frage, können wir da auch beim Fenster rausgehen? Das wäre natürlich Schmuck, wenn das möglich wäre. Nee, können wir nicht. Weil das wäre für mich die eher logischere Folge. Ich gucke erstmal beim Fenster raus sozusagen, ob da jemand steht und dann gehe ich erst durch die Tür. Also, aber scheint die ja nicht zu interessieren. Was ist jetzt los? Keine Ahnung, mir egal. Du willst da sowieso nicht raus, glaub mir. Mist, das Tor ist so nah. Es sind zu viele, da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Wir spielen Kapitel 3, eine Bürde des Blutes. Sorge für ein Ablenkungsmanöver. Da oben. Und die Balliste. Ich habe gerade mal geguckt, wir sind schon bei 23 Minuten. Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn so es ist klappt, es. Also, unsere Rauchbomben also erstellen wir dann beim nächsten Mal. Deswegen sage ich an der Stelle vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt und dabei wart. Lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar, ein kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und dann spielen wir das nächste Mal den Rattenfänger aus München, aka IDK Gaming for You. Bis dann. Tschüss.